So, guten Morgen zu einem neuen Food Diary. Ich gehe mit euch in den Garten, denn ich muss was pflücken. Das habe ich gestern ausprobiert und das zeige ich euch heute. Nämlich habe ich gestern in meinen Frühstückssmoothie Holunderblüten gemacht, nicht die Beeren. Die darf man, glaube ich, roh nicht essen. Das hatten wir schon mal gemacht und dann hatten wir die Kommentare so, nein, die darf man nicht roh essen. Aber die Blüten, ich habe mir erhofft, ich bin ehrlich, dass mein Smoothie so richtig nach Holunderblüte schmeckt. Man hat es gar nicht gemerkt. Man hat es nicht gemerkt. Aber ich dachte, so was frisch Geerntetes tut ganz gut. Und die sind noch relativ schön. Man muss allerdings die Läuse abschleudern. Im zukünftigen Holzhaus. So. Ja, die Läuse, ne? Da müssen wir dann natürlich aufpassen. Aber ich finde es einfach schön, mir frische Sachen aus dem Garten da reinzumachen. Das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, dass ich so gesund mich ernähre. So. Weil frischer geht's nicht. Ich habe früher diese Blüten im Bierteig zum Beispiel frittiert gegessen mit Preiselbeeren oder so. Das ist mega lecker. Oder der Bernd hat auch ein Holunder, eine Marmelade gemacht. Die schmeckt auch super lecker, aber die ist natürlich voll mit Zucker. Ich hatte auch schon mal Holunderblütensirup gemacht. War auch sehr lecker, mit Mineralwasser dann verdünnt, so erfrischend als Schorle. Aber da ist halt immer sehr viel Zucker drin. Und deswegen schmeiße ich mir die einfach mit ins Smoothie, auch wenn ich nichts schmecke, aber vielleicht bringt es ja was. So, hier sind wir jetzt in der Smoothie-Frühstücksproduktion. Livia macht schon die in Wasser eingelegten Datteln rein in den Smoothie. Ne, die sind noch hart, die müssen noch ein bisschen im Wasser liegen bleiben. Die Holunderblüten habe ich gewaschen, weil da halt auch Läuse dran waren. Die wollte ich abmachen. Die kommen auch mit da rein. Dann haben wir ja eine Menge reife Bananen, wie ihr seht. Leinsamen und zwei Paranüsse kommen da mit rein für Selen und unseren Omega-3-Haushalt. Und das sind 400-500 Gramm rote Beeren und Blaubeeren. Ich glaube, heute kriegen wir eine richtig schöne Farbe hin. Und das wird jetzt gleich schön mit Wasser aufgefüllt. Ich glaube, das reicht an Datteln, Livia. Jetzt machen wir mal Wasser rein. Einen noch. Stopp, jetzt reicht's, ne? Mach den Löffel ruhig hier rein. Die räumen wir alle weg. So. So sieht der jetzt aus. Wir probieren. Wenn man Shake im Supermarkt kauft, die sehen so alle gleich aus und haben so eine knallige, intensive Farbe, dass ich immer davon ausgehe, dass sie gefärbt sind. So wie meine Hände von den Blaubeeren. Hm. Der ist ultra süß, weil wir heute mega viele Datteln drin haben. Man schmeckt überhaupt nicht Holunder. Prost. Kleines Update zu unseren Sprossen. Die sind ja jetzt ungefähr 48 Stunden alt. Das sind grüne Linsen. Das sind Beluga-Linsen. Also die kann ich mir schon schön in den Salat reinmachen. Und das ist Weizengras. Das muss tatsächlich erstmal so groß werden. Das kommt dann in den Smoothie mit rein. Dann schmeckt unser Smoothie ein bisschen nach Gras. Aber ja, wenn es hilft. Also hier mache ich gerade Brote. Die sind nicht für mich. Toast. Das ist für die Kinder mit Linsenaufstrich, aber darum geht es nicht. Es geht um etwas anderes, was ich euch zeigen wollte. Ach, ich habe die Sprossen vergessen. Und zwar wollten wir ja nicht mehr Alufolie benutzen und haben uns deswegen gestern im DM Butterbrotpapier geholt. Das gab es nur auf Rolle, 16 Meter. Und da drin packe ich das jetzt ein und wir testen das jetzt, wie sich das so im Alltag verhält. Wichtig ist mir, dass das so zusammengepackt bleibt, das ist Qualm hier von dem heißen Toast, dass das so bleibt und nicht dann immer aufgeht. Das hatte ich schon mal, wenn ich es mit Backpapier einpacke, dass es nicht durchnässt. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden.
bin am Schnibbeln, ich mache Salat. Habt ihr gesehen, wie ich Sport gemacht habe? Boah, ich krieg's nicht auf, ne? Da bist du schon so sportlich. Ach, alter Schwede. Jetzt. Rote Beete habe ich gestern gekauft. Eingelegte. Ich weiß, die ist natürlich geiler. Aber ich mag keine rote Beete. Ne? Die ist wirklich Endgegner. Ich habe die gekauft, die ganze Knolle zum Juicen. Und diese Scheiben, die esse ich sonst immer nur beim Chinamann. Und wir hatten, also ich weiß, darf man nicht sagen Chinamann, ne? Beim mongolischen Buffet. Und wir hatten geredet gestern, glaube ich, war das Bernd und ich, dass wir ja bald nach Deutschland fahren. Und dann gehen wir zum mongolischen Buffet. Und dann ist mir eingefallen, dass ich die da immer esse. Da habe ich da Bock drauf gekriegt, weil die mag ich gerne. Aber ich hole die viel zu selten, weil niemand anders mag die hier. Verstehe ich gar nicht, weil eigentlich ist es lecker. Ist so wie Gewürzgurken, aber rote Beete. Und ja, ich mache hier Salat in verschiedenen Variationen. Ich zeige es euch sofort. Also hier habe ich eine halbe Schlangengurke ganz unten, 4 kleine Tomaten, ein bisschen rote Zwiebel, ein paar Oliven für meine guten Fette, weil ich ja auf Öle und sowas alles verzichte. Also keine Butter, keine Margarine, Olivenöl, Sonnenblumenöl, sowas nehme ich alles nicht. Ich nehme die Pflanzen in der ganzen Form zu mir. Unten in der Infobox sind die Videos gratis anzuschauen, warum ich das so mache. Es hat gesundheitliche Gründe. Und rote Beete habe ich jetzt mit reingemacht. Und das ist in dieser Konstellation hier niemand außer ich. Und Livia, die pickt sich da raus, was sie will. Vielleicht mag sie auch rote Beete. Deswegen habe ich hier noch einen anderen Salat gemacht. Das ist mein Multihobel. Da werde ich immer gefragt. Den gibt es bei Amazon oder auf dem Markt, wenn ihr so einen Marktschreier findet. Der ist so cool, denn ja, wie gesagt, bei Amazon vierfach Multihobel eingeben. Jetzt schleudert die Waschmaschine, ne? Wartet mal. So, eben auf Pause gemacht. Also, und zwar, ja, da zahlt man, keine Ahnung, 25 Euro für. Und da sind verschiedene Aufsätze drauf, so Stiften und sowas alles. Oder halt, wenn man, das ist unsere Lieblingsvariante, 4 von diesen Slices. Und dann kann ich halt Rotkohl ganz fein raspeln. Und das ist unter eine Minute geht das, weil das zack, zack, 4 Scheiben runter, 4 Scheiben hoch. Das geht super schnell. Aber auch Gurkensalat zum Beispiel, guck mal, wie fein das wird. Multi-Vierfachhobel und der ist schon richtig alt und immer noch gut. Also hier habe ich jetzt drin Rotkohl, rote Zwiebeln, eine Spitzpaprika. Dann kommen da jetzt Kidneybohnen und Mais rein. Die Kidneybohnen habe ich abgewaschen, weil da immer so ein Güllewasser, also so breiiges Schmierezeug drin ist. Deswegen wasche ich es ab. Mais ist nur abgetropft. Und hier habe ich ein Salatherz, das muss ich gleich noch schleudern. Kommt dann mit da rein. Ja, und ich esse dann, ich nehme mir dann auch was hiervon und mache mir davon einfach noch was da drauf. Als Dressing habe ich noch von gestern, habe ich mir eine große Portion Dressing genommen. Da sind drin Hanfsamen, Datteln für die Süße, Zitrone für die Säure und Senf. Und ja, das alles gemixt hier in meinem Bullet Mixer. Er gibt mein Dressing, das ist super lecker, voll Omega-3. Hanfsamen haben sehr viele Omega-3-Fettsäuren. Wenn man die jetzt nicht da hat, ich habe mir die mal bei der Koro-Drogerie bestellt, die sind auch nicht so teuer. Aber wenn man die nicht da hat, ich nehme auch Walnüsse oder Cashewnüsse und das ist einfach Pi mal Daumen. Ungefähr zu gleichen Anteilen Nüsse, Senf und Datteln, würde ich sagen. Ja, und dann halt eine halbe Zitrone oder eine ganze. Und ich mache mir immer so ein Riesending. Das hält mir ein paar Tage, 3, 4, 5 Tage, je nachdem. Und da muss ich es nicht jeden Tag machen. Ist aber auch super einfach, ne? Genau. Ich hätte es fast vergessen, euch zu zeigen. Ich habe wieder angefangen, frisch den Slow Juicer zu benutzen. Also nicht mehr einzufrieren. Weil es mir irgendwie ein besseres Gefühl gibt, wenn die eingefroren waren, die Juices, dann haben die sich so abgesetzt und es sah nicht so appetitlich aus. Was habe ich hier drin? Ich habe mir ein Stück von der roten Beete abgeschnitten, eine ganze Zitrone. Ich hatte Reste Gurke, einfach nur die Schale und den Strunk habe ich reingeschmissen. Eine Möhre, wie ihr seht, da kämpft er gerade mit. Und Ingwer und Kurkuma habe ich da drin.
Und ich denke mal, das werden so knapp 300 Milliliter. Das teile ich mir mit dem Bernd. Das ist wirklich ein klarer Immunsystem-Booster. Und ich habe wirklich vernommen, dass wenn ich den vorm Sport trinke, dass ich mehr Energie habe. Vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber ist ja egal. Hauptsache, es hilft. Ne? Es sind fast 400 sogar geworden. 350 würde ich sagen. Ich kühle mir den immer. Mir schmeckt er dann besser, obwohl man jetzt wirklich nicht von Schmecken reden kann. Ich kriege ihn besser runter, sagen wir so. Oh, ich muss noch mehr. Ich darf noch mehr. So, noch mehr. Yay. Boah, ist aber ein großer Shot heute. Knapp unter 200. Müssen wir für den Bernd auch was lassen. Ja, Prost. Der sieht gut aus, ne? Meine Hände auch. Ich habe rote Beete, ne? Man will keiner mit ansehen, ne? Ja, ich zeige euch meinen Salat in der Zeit, wo ich Pause mache. Darauf freue ich mich schon. Ein paar Sprossen fehlen mir da noch. Ich habe ja hier Beluga-Linsen. Mache ich mir so ein bisschen oben drüber als Topping. Und dann ist das jetzt meine Zwischenmahlzeit. Wir haben jetzt 12 Uhr. Ich habe schon 7400 Schritte. Ich hatte die auch beim Sport an die Uhr. Bei uns gibt es jetzt Mittagessen und der Papa hat ganz wunderbar gekocht. Es gibt Kartoffelpüree. Das ist anstatt mit Milch, ist das mit ganz tollen Hundehaar reingeflogen. mit Cashewsahne gemacht. Dann haben wir eine Soße. Das Rezept ist in unserem Bernd im ersten Kochbuch. Das ist so eine Bratensoße und die ist auch verfeinert mit Cashewsahne. Also haben wir eine Sahnesoße. Dann haben wir Speckböhnchen mit Vivera-Speck, also ein bisschen Fleischersatz. Einmal Erbsen aus der Dose, die sind angedickt mit Mehl und Zucker. Und einen Nugget habe ich, den Livia nicht essen wollte. Das ist so ein veganer Nugget vom Aldi, glaube ich. Ne? Und das ist jetzt mein Mittagessen. Bei uns klingelt gerade der Eismann, also der fährt dann immer hier rum vor die Haustür und ich habe auch Bock auf Eis. Ich habe mir eine Kugel Zitrone bestellt, die stehen alle unten, kostet 50 Cent eine Kugel. Aber ich esse immer gerne Zitrone mit Schokolade, aber Schokoladeneis ist nicht vegan. Und wir waren gestern einkaufen bei Lidl, hier in Ungarn gibt es das Brownie und das ist neu, das habe ich noch nie probiert, Peanut Butter Cookie. Ich probiere jetzt beide, ich habe Bock auf so ein Eis. So sieht es aus, Peanut Butter Cookie. Mhm. Wow. Mhm. Oh, blub. Ich probiere es direkt, damit ich euch ein Feedback geben kann. Es ist nicht so übertrieben erdnusslastig. Mega geil. Lecker. Mit den Kekskrümmeln. Super lecker. Boah, ich brauche gar kein Zitroneneis. Da sind sogar Erdnussstücke drin. Ja, und das ist Brownie-Zeugs. Schoko Brownie Love. Mit Schokostückchen. Und Schokosoße. Lecker. Boah. Geil. Aber zusammen die beiden. Der Oberknaller. Nicht gesund, aber lecker. Sahne wäre auch lecker dazu. Es gibt ja auch vegane Sahne. Sprühsahne. Von Schlagfix, die gibt es bei Real oder jetzt gibt es sie auch hier bei DM. Ah, ich habe sie nicht hier. Ich habe jetzt einen Stachel im Finger. Ich bin gerade hingefallen.
Oh, ich habe überall Stacheln. Oh. Ja. Kacke. Bin richtig auf den Popo gefallen. So richtig. Ah, jetzt habe ich ihn. Meine liebste Community. Ich habe heimlich gegessen. Ich habe es vergessen zu filmen. Wir hatten ja das Mittagessen mit Bohnen und Erbsen und Kartoffelpüree. Eine kleine Portion habe ich davon nochmal gegessen. Ich würde sagen, so eine Handvoll. Und Wassermelone hatte ich noch. So 500 Gramm, würde ich sagen, ist ja hauptsächlich Wasser, ne? Genau, und das war alles. Ich denke mal, mehr werde ich heute nicht essen. Ich danke euch, dass ihr mir zugeschaut habt bei meinem Food Diary. Und ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. V für vegan. Weiß ich auch nicht, warum ich jetzt so mache. Keine Ahnung. Es ist spät, ich muss schlafen. Aber ihr könnt ja mal den Smiley in die Kommentare machen, wenn ihr Bock habt. Schönen Abend noch. Tschüss.